Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, ihr habt's gelesen. Es wird Zeit endlich für Hygiene. Wir sind schon viel, viel zu spät. Ist ja schon April durch. Also angefangen. Und jetzt wird's wirklich Zeit, dass wir mal was machen. Ne? Auf jeden Fall. Und dann fangen wir damit an. Nach dem Intro. Ach, so einfach geht das. In Buggys Kombüsenstudio haben wir das schon oftmals angesagt, dass wir auf jeden Fall immer eins machen. Zum einen das Abwaschzeug oder die, die ganze Kartoffelstärke, Nudelstärke. Das ganze Wasser kommt bei uns ins Abwassersystem und wir nutzen das Wasser aus dem Frischwassertank zum Kochen. Wir nutzen keine Flaschen, weil wir sagen, wir machen regelmäßig eine Reinigung. Genau, so ist es. Und diesmal machen wir die Reinigung etwas anders. Wir haben ja schon mal ein Reinigungsvideo gemacht. Das haben wir damals mit Zitronensäure gemacht. Genau. Das ist jetzt ähnlich basiert, nur halt von einem anderen Hersteller, sage ich mal. Und der bietet halt noch so ein paar andere Lösungen dazu. Und da wollen wir euch mal komplett zu der gesamten Wasserhygiene ein bisschen was erklären. Und wie wir das jetzt mal ausprobieren oder beziehungsweise mal machen. Jetzt darfst du es herholen. Jetzt darf ich es herholen, also sehr gut. Also für euch selbst bezahlt. Das haben wir letztes Jahr bei Fritz Berger gekauft. Genau, das war ein Komplettset. Das ist nämlich das, was jetzt hier mal ein bisschen anders ist. Und zwar ist da gleichzeitig ein Silber-Ionensieb drin, was wir sowieso nutzen. Und zudem haben wir noch einmal ein Entkalkungsmittel und ein Desinfektionsreinigungsmittel für das Frischwasser. Wir können das Ganze dann natürlich auch nutzen, in den Abwassertank zu spülen, um dann den Abwassertank dann dementsprechend auch nochmal durchlaufen zu lassen. Genau. Aber... ja, das wird hier jetzt natürlich über mehrere Tage gedreht, weil das Thema ist, dass man das auch ein bisschen einwirken lassen muss. Und dann ist das ein bisschen einfacher, das in Ruhe einwirken zu lassen sozusagen. Das tun wir auch. Also in der Regel lassen wir uns jetzt mal 4 Tage Zeit, beziehungsweise 3 Tage. Donnerstag ist dann vorbei. Heute drehen wir auf einen Montag. Und für euch, das ist von WM Aquatec. Wie gesagt, wir haben das Silber-Ionensieb. Ich weiß, das ist immer schon so eine Diskussion. Sollte man machen oder sollte man nicht machen? Wir haben damit keine Probleme. Wir nutzen das. Und das ja schon seit über 3 Jahren. Und wir sagen, doch, das funktioniert. Und ja, die einen so, die anderen so. Muss jeder selbst für sich wissen. Alles gut. Das ist der Entkalker. Genau. Also wir haben das Hygienetrio, Stefan hat es ja nicht so ganz in die Kamera gezeigt, für einen Tank bis 100 Liter. Das gibt unterschiedliche Variationen davon. Muss man aber dazu sagen. Genau. Dann haben wir einmal den Entkalker, der ist da drin. Und wir haben das Desinfektionsmittel, was ich gerade gesagt habe. Soll ich das mal auf X trinken, dann bin ich mal so verkalkt. Nee, geht. Das ist nicht so gut. Und natürlich das Silber-Ionensieb, das kommt ganz zum Schluss rein, wenn wir den Tank gespült haben. Deswegen, das kann erstmal an der Seite. Ja, was man auf jeden Fall erstmal anfangen muss, ist mit dem Desinfektionsmittel, weil das muss nämlich, das ist ein Zwei-Komponentensystem. Einmal ist das diese Flasche, so wollen wir das natürlich nicht durcheinander bringen, also stellen wir die mal weg. Und es gibt noch so einen kleinen Beutel. Und dieser kleine Beutel, das ist so ein Granulat, der muss in die Flasche rein. Wenn das Ganze aktiviert ist, ist die innerhalb von 3 Monaten aufzubrauchen. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen nicht alles direkt verbrauchen kann, weil man nicht so viel reinigt zum Beispiel, dann muss man das innerhalb von 3 Monaten aber verbraucht haben, weil ansonsten ist das Ganze nicht mehr brauchbar. Es soll sich wohl auch verfärben. Schauen wir mal, in Gelb soll es werden. Wir werden das jetzt erstmal aktivieren und dann braucht das 90 Minuten circa, bis das eingewirkt ist. Und das machst du dann woran? Das kommt dann in den Frischwassertank mit gleichzeitig dem Entkalkungsmittel. Also heißt, kommt beides zusammen rein. Richtig, genau. Man kann das beides nämlich zusammen anwenden, das ist kein Problem. Einwirkzeit kann man 4 Stunden machen, oder das heißt nochmal durchspülen und so weiter, kommen wir gleich zu. Man kann es aber auch länger einwirken lassen. Also hier steht drauf 24 Stunden und das machen wir auch. 24 Stunden lassen wir es einwirken und dann ist das morgen wieder das, was spülen. Deswegen auch mehrere Tage, logischerweise. Ja, ich fange jetzt erstmal an. Ich brauche eine Schere und dann schnibbel ich das da mal rein. Dann schnibbelst du. So, jetzt heißt das
10 Sekunden lang schütteln. Machen wir das. So, ich denke 10 Sekunden sollten um sein. Und dann lassen wir das jetzt stehen. In 90 Minuten sollte es gelb sein. Schauen wir mal, ob es geklappt hat. Wenn es geklappt hat, ist gut. Wenn nicht, naja, haben wir vielleicht was falsch gemacht. Obwohl, so viel falsch kann man da nicht machen. Jo, wir sorgen jetzt dafür, dass wir 20 Liter Wasser haben. Kaltes Wasser. Haben wir nämlich noch was im Frischwassertank. Da gucke ich jetzt, ob wir ein bisschen was ablassen müssen, um dass wir im Prinzip auf diese 20 Liter kommen. Und dann können wir im Prinzip mit dem Entkalkungsmittel schon mal anfangen, weil das kann dann schon mal da rein. Und dann kommt das Desinfektionsmittel in 90 Minuten dazu. Bei uns ist der Frischwassertank natürlich ist auf der Beifahrerseite hinten. Also werden wir da mal ran. Hier oben ist das die Revisionsöffnung. Die müssen wir natürlich jetzt aufmachen, weil wir an das Silber-Ionen-Sieb ran müssen. Das liegt ganz unten im Wassertank selber drin. Und da muss ich einmal reingreifen. Ja, ich glaube, das kann man nicht sehen. Ich mache da mal ein Foto, dann ist das das Beste. Und dann hole ich das Ganze mal raus. Und dann werden wir mal gucken, wie viel wir noch drin haben, dass wir dann die 20 Liter halt schaffen. So, dann werden wir mal da ran. Also einmal nach unten runter. Hände sind gewaschen. Jojo, nach ganz unten runter zu kommen, ist halt nicht so ganz so einfach. Aber hier ist es. Und das Ding ist dann natürlich für die Tonne. Ja, das ist noch ein größeres Sieb. Damals gab es noch größere Siebe. Jetzt sind sie etwas kleiner geworden, nämlich für 100 Liter angepasst. Und das hier ist, glaube ich, noch ein für 160 Liter, glaube ich, noch eins. So, das ist das Zeug, was jetzt ja 90 Minuten noch mal stehen muss sozusagen. Ja, das wird schon leicht gelblich und es riecht dann auch nach Chlor, also nicht wundern. Das ist halt so ein Chlorreiniger. Wir haben ja so ein bisschen Ablagerung im Tank drinne, das heißt, wir werden den Tank dann auch noch mal komplett voll machen. Jetzt werden wir aber erstmal das Intensiv nutzen, das heißt schon mal den Entkalker da rein. Der kann dann schon mal sich etwas einwirken auf den 20 Liter, wie wir jetzt haben. Und dann geben wir dem noch dazu, das lassen wir dann auch noch mal wieder einwirken. Die Einwirkzeiten stehen auch nochmal in der Verpackung drin. Wir spülen dann nochmal das Ganze, wenn das mit dabei ist. Das heißt, das geht dann nochmal in den Boiler rein, der entkalkt sich und reinigt sich und auch die Leitungen natürlich. Und wenn das dann erledigt ist, dann werden wir das Wasser hier nochmal auffüllen, dass das komplett voll ist. Dann kann der ganze Tank sich nochmal über Nacht reinigen sozusagen. Ja, erstmal schon mal den Entkalker dazu, das hauen wir schon mal da rein. In der Regel hat es bisher immer ausgereicht, wenn wir die Zitronensäure, weil das ist nichts anderes wie Zitronensäure verdünnt, reingebracht haben, dann haben wir auch schon eine super Reinigung gehabt. Ja, wir wollten das halt einfach mal ausprobieren, dieses Komplettset, und wollen mal gucken, wie das jetzt so wirkt. So, das war schon das ganze Hexenwerk. Machen wir Deckel drauf und jetzt haben wir noch... Ich würde mal sagen, boah, wie viele Minuten sind vergangen? Weiß nicht, 10 vielleicht oder so. Naja, also auf jeden Fall haben wir bestimmt noch 80 Minuten Zeit, bis wir die zweite Flasche reingeben und dann das Ganze spülen. 90 Minuten sind um. Da ist das gute Zeug. Soll jetzt gelb geworden sein. Ist es auf jeden Fall. Und dann geht das jetzt da rein. Boah. Ab geht die Post. Und ja, was soll ich sagen? Was wir jetzt machen müssen, ist einmal spülen. Denn im gesamten Kreislaufsystem sollten natürlich diese 20 Liter auch ankommen, dass die Leitungen schön durchgespült werden. Und zum Schluss machen wir dann noch, dass wir den Wassertank auffüllen, sodass der dann auch sich schön entkalken und auflösen kann mit dem ganzen unreinen Zeug sozusagen. Ja, das machen wir jetzt an jedem Wasserhahn. Da gehe ich jetzt drin weiter. Einfach ist es erstmal mit dem kalten Wasser anzufangen. Das mache ich auch als allererstes, dass die Leitung Kaltwasser durch ist. Das fängt dann übrigens auch an zu schäumen und ist leicht gelblich. Das ist schon hier der Fall. Jetzt kann man es nicht mehr sehen. So, und dann geht das jetzt hier weiter im Badezimmer. Auch hier lassen wir das mal durchlaufen. Erst das kalte Wasser, jetzt kommt es gelb. Und dann noch das warme Wasser durchlaufen lassen. Die Duschbrause natürlich auch nicht vergessen.
Das kann natürlich jetzt einen Moment dauern, weil 10 Liter sind ja im Boiler drin. Das heißt, das muss da erstmal durch. So, diese 20 Liter von dem intensiven Reinigungsmittel sind jetzt in den Leitungen und im Boiler jetzt hinterlegt. In der Anleitung stand nicht mehr als 35 Grad Wassertemperatur erzeugen. Das heißt, wir schalten es am besten gar nicht erst ein. Das wollte ich heute nur noch mal sagen. Deswegen stehe ich auch hier mit Jacke. Wir lassen also das Auto nicht vorheizen. So, ansonsten fülle ich jetzt noch mal den Wassertank wieder auf. Der wird jetzt einmal ran voll gemacht. Und wenn der dann im Prinzip voll ist, dann kann der über Nacht auch stehen. Ist natürlich dann verdünnt logischerweise, aber das ist auch nicht so schlimm, denn die Wirkstoffe sind ja trotzdem da. Ich wollte ihn natürlich nur randvoll haben, damit er auch komplett im gesamten Wassertank gereinigt wird. Wir werden uns morgen das Ergebnis dazu angucken, ob die Ablagerungen weg sind. Wenn die nicht weg sind, dann müssen wir natürlich nochmal weitermachen. Da würde ich dann wahrscheinlich mit Zitronensäure nochmal nachreinigen, weil das hatte bisher immer die gute Wirkung gehabt, dass alle Ablagerungen weggegangen sind, denn wenn welche da waren. Aber das werden wir morgen sehen, ob das Ergebnis okay ist oder nicht. Für heute auffüllen und dann ist Feierabend hier. 24 Stunden knapp später. Ja, nicht ganz, aber fast. Wollen wir mal schauen, ob das WM-Zeug was geholfen hat, weil ihr habt es ja im Thumbnail gesehen, wir selber wissen es nicht. Das heißt, wir nehmen euch live einfach da mit, mit unserer Erfahrung, die wir dort gemacht haben. Es ist ja auch nicht ganz günstig gegenüber Zitronensäure. Wir wollen einfach mal schauen, hat es das was schon gebracht? Müssen wir mit Zitronensäure nochmal nachgehen? Viel wird darüber gesprochen. Wir sind echt gespannt, was ist passiert. Was sind jetzt die nächsten, also was waren die Schritte zuvor? Das habt ihr ja gesehen. Also wir haben erst das Silber-Ionen-Sieb, was wir drin hatten, rausgenommen. Genau, dann hat er Vorbereitungsmaßnahmen. Genau, so eine Mische hat er dann gemacht, das habt ihr gerade gesehen. Und dann einmal durchlaufen lassen, 100 Liter draufgepackt auf den Frischwassertank. Und jetzt machst du was? Jetzt werde ich nochmal das, was jetzt im Prinzip verdünnt aus dem Frischwassertank ist, also das ist ja verdünnt jetzt sozusagen der Rest, werde ich nochmal was durchlaufen lassen. Wir werden dann den Boiler entlassen, dass der komplett leer ist und dann fangen wir an mit Spülen. Das ist dann halt das Nächste. Und wenn wir den Abwassertank entleert haben, schauen wir uns natürlich an, sind die Ablagerungen, die in dem Wassertank jetzt drin waren, weggegangen? Ja, nein. Und das entscheidet sich dann, ob wir nochmal nachbehandeln oder nicht. Aber mit dem Zeug dann nicht nochmal, weil das weiß ich nicht. Mal sehen. Wir lassen uns jetzt mal einfach überraschen. Wir lassen uns überraschen, ob das was gebracht hat oder nicht. Wir sind da positiv gestimmt. Ihr könnt ja mal raten in den Kommentaren, also jetzt auf Stopp drücken oder gucken und erraten, was ihr denkt, ob es das die Ablagerungen weg sind oder nicht. No? Also dann jetzt Stopp drücken. Richtig. Im Gartstopp war blöd, dann wissen sie ja gar nicht, was sie machen sollen. Nein, aber also jetzt geht's für uns weiter. Ich denke, stoppen. Ja. Ja, es riecht natürlich jetzt hier so ein bisschen nach Chlor. Wir lassen alle Wasserhähne einmal komplett warm Wasser durchlaufen, dass der Boiler jetzt sich im Prinzip schon mal einmal nochmal spült. Da sieht man, wie gelb ist. Genau, da sieht man ganz gut, wie es gelb ist. Und im Waschbecken von der Spüle sieht man es nicht so gut, weil es natürlich nicht so weiß ist. Das Waschbecken ist eher silber. Und 10 Liter, denke ich, sollten einmal durchlaufen. Dann ist das auch das intensive Zeug nochmal im Abwassertank drin, was dann da auch nochmal reinigen kann. Und wenn das dann durch ist, dann würde ich sagen, nochmal Kaltwasser spülen. Und wenn das dann durchgeht, also auch nochmal so 10 Liter, dann werden wir Abwasser alles ablassen. Also nicht Abwasser, sondern das Frischwasser alles ablassen. Und dann werden wir es neu auffüllen, damit wir alles spülen können. Aber dazu kommen wir gleich. Wir haben jetzt eine Abwaschbox unter das Fahrzeug gestellt, dass wir das dann im Prinzip wegschütten können in die Kanalisation. Hier oben ist der Ablasshahn. Das machen wir jetzt auch, dass wir den aufdrehen und dann geht das weg, Stück für Stück wird das jetzt alles rauslaufen. Soweit, so gut. Wir haben jetzt nochmal geschaut nach den Ablagerungen, also den Rückständen. Also tatsächlich, dieser ganze, wie soll ich sagen, Biofilm ist auf jeden Fall weg. Wir hatten da so ein kleines bisschen Biofilm drin. Das hatte man gemerkt, das ist komplett erledigt. Was jetzt noch drin ist, sind so wie Rostablagerungen, würde ich sagen. Es ist so leicht
leicht rötlich. Wir haben das jetzt mal fotografiert. Das blende ich jetzt gleich nochmal ein oder blenden wir gleich nochmal ein. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe mit dem Zewa da jetzt rein und dann nehme ich diese Ablagerungen weg. Und Ergebnis blenden wir dann auch wieder ein, wie es dann zum Schluss aussieht. Ja, und dann heißt es spülen, aber dazu kommen wir gleich. Etwas anstrengend, die ganze Geschichte da hinten in den Wassertank reinzugreifen und so weiter, wenn man auch nicht so richtig um die Ecken natürlich rumkommt. Aber wir blenden euch jetzt auch nochmal Foto von den Lappen ein, die da jetzt drin sind. Also das sind wirklich Rostrückstände, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Das ist auf jeden Fall kein Biofilm, das ist auf jeden Fall nicht da. Ja, ist halt so, ne, würde ich mal sagen. Jetzt ist auf jeden Fall alles blitzeblank und sauber. Wir haben da jetzt ein paar mal schön durchgewischt und jetzt werden wir das Ganze dann spülen und wenn das gespült ist, ja, dann kann man das bald wieder in Einsatz bringen. Aber spülen heißt erstmal Wassertank wieder voll. Bei uns unten links ist der, der Boiler sozusagen, also die Truma-Heizung und damit ist da auch der Frostwächter, ja, dreckig ist es auch, genau, der Frostwächter ist an der Stelle und ich habe jetzt den den Boiler habe ich jetzt abgelassen, das heißt auch dort das ganze Wasser rausgelassen. Jetzt müssen wir es natürlich wieder schließen, damit wir auch spülen können, nämlich den Boiler wieder aufmachen können und das Ganze machen wir mindestens zweimal. Also wieder ablassen, wieder auffüllen, spülen noch weiter, wieder ablassen, nochmal auffüllen und dann ist das Ganze auch in Ordnung sozusagen und fertig. Ja, der Wassertank wird jetzt komplett randvoll gemacht, dass auch wirklich alle Ablagerungen sich auflösen. Da wird jetzt gerade gefüllt. Und wenn das gefüllt ist, dann lassen wir den Frischwassertank wieder ab und spülen dann im Prinzip nur noch ein bisschen sozusagen. Den können wir dann nicht mehr ganz voll machen, das reicht dann aus. Dann ist der auch ordentlich und anständig gespült. Oh, das Ganze startet jetzt. Den Frischwassertank hatten wir jetzt einmal komplett voll, haben ihn komplett wieder abgelassen, so dass es im Prinzip jetzt auch nur noch gespült ist. Im Prinzip ist es ja gespült dann sozusagen damit. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir werden den jetzt bei 50% mindestens auffüllen. Den Boiler hatte ich ja abgelassen, das habe ich gesagt. Jetzt habe ich ihn wieder aufgefüllt. Das ist sozusagen die erste Stufe. Und dann werde ich den jetzt nochmal nach hinten gehen, wieder ablassen. Und wenn er abgelassen ist, füllen wir ihn wieder auf. Und dann machen wir das Ganze im Prinzip, dass wir alle Leitungen ordentlich spülen, also richtig schön Wasser durchlaufen lassen, sodass der Abwassertank dann auch zu 100% voll ist. Denn wir haben ja dieses Entkalkungs- und Reinigungsmittel schon im Abwassertank drin. Da ist ja schon ein ganzer Teil reingeflossen, vor allen Dingen von dem intensiven Zeug. Und das vermischen wir jetzt einfach mit dem ganzen normalen gespülten Wasser. Aktuell ist die Anzeige bei 50% Abwasser und Frischwasser ist jetzt mittlerweile auch bei 50%. Ich denke, dass wir jetzt auch schon 50 Liter ungefähr drauf haben und die sollten uns auf jeden Fall reichen zum Spülen. Was hast du bis jetzt gemacht? Und das nehme ich noch weg, das ist halt noch gar nichts zu sagen. Ach so. Ah, okay. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe viel gespült. Wir haben jetzt 50% circa. Über 50, kurz vor 75% im Abwassertank drin. Das heißt, da ist jetzt nochmal ordentlich durchgespült. Und was haben wir jetzt gemacht? Ja, jetzt machen wir den ultimativen Ventertainer-Test. Na? Den die Leute selber nie gemacht haben, aber ich beteile den jetzt einfach hier. Da wurde jetzt Wasser aufgesetzt und hier ist Milch. Es ist vollkommen egal, von welchem Hersteller sie ist. Ich wollte gerade sagen, reinigen wir damit jetzt? Jetzt reinigen wir das ganze Auto mit Milch, damit es schön sauber ist. Nein, wir wollen gucken, ob es flockt. Warum? Ja. Weil bei Schwiegereltern haben wir das schon mal gehabt. Da wurde nämlich Kaffee gemacht, Milch reingemacht und auf einmal hat diese Milch geflockt. Und dann wussten wir, da sind wohl noch Sachen drinnen. Ja, da ging es nämlich um die Zitronensäure und auch Zitronensäure beinhaltet ja dieses Paket sozusagen. Also werden wir gucken, ob die Rückstände jetzt alle raus sind und das kann man ganz gut testen. Einmal warm Wasser aufsetzen, also ich habe es jetzt warm gemacht, weil im warmen Wasser sieht man das besser, ob die Milch flockt. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt im kalten Wasser geht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wir haben es auf jeden Fall heiß gemacht. Und jetzt hauen wir da mal einen Schuss rein, genau, erstmal nur so ein bisschen. Das hat physiktechnisch überhaupt keine Sache jetzt hier, also muss ich vielleicht... Warte mal, kannst du mal das Licht hier anmachen, bitte? Ich mach mal das so, dann kann man das besser sehen.
Tja, ich würde sagen, da fluckt gar nichts. Machen wir noch einen Schuss weiter rein, weil wir haben ja jetzt nur so ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Also normalerweise würde es so grisseln. Genau. Und das tut es hier nicht. Jetzt können wir es nochmal aufsetzen, sozusagen. Dann kann es nochmal einmal schön aufkochen. Dann vermischt sich das ja auch ganz gut. Ja, wenn das alles verkocht ist oder aufgekocht ist, dann sieht es, würde ich sagen, gut aus. Ja, einmal ein komischer Test, ich weiß, aber das zeigt uns auf jeden Fall, ob wir denn jetzt hier noch irgendwelche Rückstände haben oder nicht. Da können wir das sehr gut sehen. Wir wollen nämlich eine Reise machen, ja, und haben eigentlich auch nicht so viel Zeit, um nochmal Spülgang vor Spülgang vor Spülvorgang zu machen. Deshalb haben wir jetzt den Ventertainment-Test gemacht. Genau. Den könnt ihr gerne zu Hause auch machen. Also einfach Heißwasser machen, Milch rein, und wenn es flockt, dann habt ihr den Ventertainment-Test nicht bestanden. Ja. Oder hat man ihn dann bestanden? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, man hat ihn nicht bestanden. Jetzt könnte man auch sagen, hä? Was denn Ventertainment? Hä? Ja, gehen wir nicht drauf ein. die beiden und einige andere werden schon wissen, warum wir davon reden. Genau. Ja. Nee, sieht gut aus. Also es mischt sich jetzt nochmal komplett durch und da ist nichts, was da flockt. Klar, Milch blubbert ein bisschen auf. Und schäumt jetzt auch auf? Schäumt auch auf. Ich drehe sie ab. Alles gut, alles passt. Super. Barscht. So. Wackelt, hat Luft. Was sind die nächsten Schritte? Was machen wir als nächstes? Im Endeffekt den Grauwassertank wird dann, also der wird durchgeschwabbelt. Das ist richtig. Das werden wir morgen machen. Das heißt, wir machen erst eine Fahrt, damit das nochmal schön durchtüdelt, und dann lassen wir das ablaufen und dann ist das Thema auch erledigt. Also da mache ich dann nicht mehr viel. Ich spüle den dann nicht nochmal extra durch oder sowas. Das macht alles gar keinen Sinn. Fazit von diesem Mittel und inwiefern wir zufrieden sind, das gibt es dann, wenn wir alles wirklich fertig haben. Und dann sehen wir schon wieder anders aus, weil es sind schon wieder neue Tage hin. Genau. Also nicht 9 Tage, sondern neue. Nicht, dass ihr denkt, wie lange brauchen die denn da? Ja. So, jetzt haben wir genug gelabert. Aufräumen. So. Aufräumen? Aufräumen. Willst du es trinken? Nö. Schmeckt bestimmt auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Und wieder ist ein Tag vergangen. Mhm. Wir haben alles schön einweichen lassen, würde ich sagen. Einwirken lassen, genau. Auch der Abwassertank ist jetzt nochmal schön im Prinzip eingewirkt. Und da haben wir das Wasser jetzt abgelassen. Alles soweit. Es riecht nicht, das Wasser. Also alles super. Für mich scheint es sauber zu sein. Nee, so. Du hast gesagt, es ist kein Füll mehr drin. Den hatten wir. Das war in dem Frischwassertank. Im Abwassertank kann ich natürlich jetzt nicht direkt reingucken. Denn da muss man halt schon sagen. Er zeigt nichts an. Er zeigt nichts an. Das ist bei dem Auto eine gute Sache. Weil wenn der was anzeigt, dann haben sich so Partikel gelöst vom Boden. Und die schwimmen sich oder umschwemmen sich diesem Anzeigestäben sozusagen, die da drin sind. Und bilden dann halt im Prinzip einen Widerstand, der dann halt gemessen wird. Und der dann halt dementsprechend, Haben wir aber nicht. Nee, haben wir nicht, genau. Und es war auch sauber, also alles gut, sah gut aus. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben einmal jetzt dieses WM Aquatec, dieses Hygiene-Trio. Wie gesagt, wir haben dann Frischwasser haben wir wieder komplett aufgetankt, weil wir ja auf Reisen gehen wollen. Mhm. Und da haben wir jetzt das Silber-Ionen-Sieb reingelegt. Ja. Haben wir jetzt nicht gefilmt, aber das wisst ihr, wie es geht. Wir machen kein Bändchen dran, weil wir kriegen es so wieder raus. Ja, ich greife da unten rein. Ja, klar, einmal kurz ein bisschen da ordentlich reingegriffen, aber das geht schon. Dafür habe ich mir doch so einen schlanken Kerl rausgesucht, damit der mit der Hand rein kann. Na, das kann man auch mit etwas mehr. Das ist egal. Da kommt man trotzdem lange. Zeig dir mal einen Sumo-Ringer. Mal gucken, ob der da rankommt. Ja, Leute, mit kurzen Armen geht es auf jeden Fall nicht. Ja, deine Mama jetzt. Ich komme da auch nicht rein. Aber du kommst da noch viel besser rein. Eigentlich müsstest du da rein. Da fasse ich nicht rein, sein Job. So, auf jeden Fall können wir sagen, das ist halt was anderes, als wenn wir mit Corega-Tabs und Zitronensäure arbeiten. Ja, ehrlich gesagt, also meine ehrliche Meinung dazu, das ist gut, funktioniert. Definitiv, aber ich mache es in Zukunft wieder mit Zitronensäure, weil erstens billiger und für mich erschließt sich nicht der Mehrwert daraus, weil ich krieg's mit Zitronensäure genauso gut hin. Wenn nicht, vielleicht sogar ein bisschen besser, das kann ich jetzt einen Vergleich etwas schwierig anstellen. Für mich ist es gefühlt etwas besser. Aber wer es aber sich einfach machen will, weil es ist relativ einfach, du musst halt nur diesen den Entkalker, sondern dieses Aktivierungsmittel, das muss halt 90 Minuten aktivieren. Genau. Und
Und dann gehen halt könnt ihr beide Flaschen da reinkippen und dann ist gut. Also es steht hier auch drin, dass man das beides zusammen also anwenden darf. Also es ist relativ einfacher als das mit der Zitronensäure, wenn man das macht. Aber das ist für jeden selbst überlassen. Wir haben es ausgetestet und müssen sagen, es ist nicht schlecht. Genau. Und warum haben wir es gekauft? Weil wir sowieso ein Silber-Ionen-Sieb von der Firma haben und das auch wieder haben wollten. Und naja. Und wir haben es einfach, und wir wollten es einfach mal austesten. Ja, und wir können sagen, selbst bezahlt, deshalb dürfen wir kritisieren, wenn wir wollen. Ne? Und das haben wir jetzt einfach getan. Wie gesagt, muss jeder selbst wissen. Ein Link dazu ist aber in der Videobeschreibung, falls ihr euch Interesse habt und das kaufen wollt. Genau. So, das soll es jetzt gewesen sein. Wir hoffen, ihr habt immer einen schönen Frühjahrsputz hinter euch und ihr bleibt uns gewogen. Lasst gern Daumen da. Kommentiert gerne, teilt das Video in allen Facebook-Gruppen, die ihr nur kennt. Fragt aber lieber sicherheitshalber vorher, sonst könnte es Ärger geben. Und dann bleibt ihr immer noch gesund, falls ich das noch nicht gesagt habe. Hast du gesagt? Dann bleibt ihr nochmal gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder, wenn ihr gesund bleibt, beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.